Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Star Stable Online Video. Ja, meine Stimme macht immer noch ein bisschen platt und wir machen heute die Update-Folge zusammen, denn es gab ein paar unglaublich komische Sachen, denn wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier ein neues Pferd. Das ist eigentlich nicht von Star Stable gewollt, aber wir schauen uns das Pferd einfach mal an und es ist übrigens ein Pasofino. Ich finde es schade, dass er jetzt schon reingekommen ist und deswegen werde ich mir auch keins kaufen, solange Star Stable ihn nicht endgültig reinbringt. Hier haben wir die ganzen Adern. Ich finde es mega hübsch. Hier auch die Kastanien. Diese Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich muss zugeben, die Fellstruktur sieht nicht wirklich fertig aus. Also es sieht einfach so raufgeklecksselt mit einem Pinsel und es sieht nicht wirklich fertig aus. Auf jeden Fall, den ersten könnt ihr hier in Vorpinta finden und die anderen könnt ihr in auf Steves Farm finden. Aber jetzt gehen wir wieder zum Festival, denn da gibt es neue Sachen zu entdecken. So, da sind wir auf dem Platz, wo die meisten Festivitäten sind. Hier bei Tan können wir die Quest mit dem roten Band, Trailritt und die Tiere von Scott anfangen. Denn Scott befindet sich hier hinten und ihm sind ein paar Tiere weggelaufen und wir müssen ihm helfen, jeden Tag vier Tiere zu finden, die uns jeden Tag insgesamt 12 Marken geben werden. Und für Scott haben wir auch noch ein Set bekommen. Ein Trailreiten-Western-Set, sagen wir mal so. Und es ist eigentlich sehr hübsch, muss ich zugeben. Das ist sehr gut gemacht. Ich mag diesen Set. Die Ohrringe, sehr hübsch. Dann haben wir auch noch diese Taschen hier, die neu sind. Wir haben Möhren oder Äpfel oder Bürsten für die Pferdepflege, die alle 200 Starcoins kosten. Also ich weiß nicht, ob man das haben muss. Wir haben auch ein Fohlenpflegeset für 40 Frühlingsmarken. Ja. Mehr haben wir nichts Neues. Ich glaube nicht, dass wir hier ein neues Haustier haben. Nein, gut. Und ja. Sonst ist alles wie vorhin, außer dass wir eine Pferderasse bekommen haben, die wir eigentlich noch nicht bekommen hätten sollen. Aber whatever, jeder kann sie sich kaufen. Ich glaube, die werden nicht mehr lange drin sein. Also wenn ihr dieses Video seht, sind sie sehr wahrscheinlich schon raus. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob Star Stable sie überhaupt rausnimmt. Aber ich glaube, dass jeder, der dieses Pferd schon gekauft hat, es auch behalten wird. Also es wird euch einfach nicht weggenommen oder so. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall finde ich die Rasse sehr, sehr hübsch, aber ich werde trotzdem warten, bis Star Stable einen Trailer und so weiter rausbringt und wenn die Rasse dann letztendlich auch fertig ist, denn ich habe sie mir ein bisschen angeschaut und sie sehen nicht wirklich so fertig aus, denn sie haben auch keine Mähnen-Styles und ja, ein paar Sachen könnte man ein bisschen verbessern, also ich warte lieber ab.
Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns später in einer Folge. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Es würde mich sehr freuen. Folgt mir gerne auch auf Instagram und TikTok. Da bin ich auch ab und zu aktiv. Ich versuche es zumindest. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Also bis später. Bye bye.